ein Projekt, in das wir von Anfang an eingebunden waren, in die Ideen und Vorstellungen der Brauerei Meisel, allen voran Jeff Meisel, der uns da ganz von Anfang an mit eingebunden hat. Ein spannendes Projekt für uns, weil wir mit ganzer Liebe Gärten gestalten und für ihn mit vollem Herzblut und mit Liebe Bier braut. Und so hat sich diese ideale Kombination ergeben, das gemeinsam zu machen, diesen besonderen, außergewöhnlichen, ganz anders gearteten Biergarten zu gestalten. Und wir waren von Anfang an eingebunden, als es erst mit den Baulichkeiten an den historischen Gebäuden begonnen hat, und konnten somit unser Konzept für den ganzen Garten ja von Anfang an mit einbringen und es auch entwickeln lassen von Anfang an. Besonders wichtig war, Rücksicht zu nehmen auf die historische Bausubstanz, obwohl im Gartenbereich überhaupt nichts mehr da war. Es war ja eine Brachfläche letztendlich, die es komplett neu zu gestalten galt. Aber wichtig, dem traditionellen, dem vorhandenen Materialien, den gelebten Materialien, die schon irgendwo verbaut waren, die in unserer Gegend anstehen, die aus unserer Gegend kommen, dem Rechnung zu tragen und gerecht zu werden, und das Ganze dann in dieser ursprünglichen Brache, in dem Garten dann erlebbar werden zu lassen und das als das Leitmotiv letztendlich aufzugreifen. Also wir haben uns insgesamt bei dem gesamten Projekt in den Jahren der Realisierung, obwohl die tatsächliche Ausführung dann in wenigen Monaten stattfinden musste, haben uns so intensiv damit auseinandergesetzt, dass es uns ein Herzensanliegen war, und somit hatten wir beim gesamten Projekt schon ein richtig gutes Gefühl und haben das vielleicht auch auf diesen Award übertragen. Und so wie wir gehört haben, sind wir auch mit Abstand als Erster ausgezeichnet worden. Und das hat uns darüber hinaus noch einmal ganz besonders gefreut, weil es wirklich ein außergewöhnliches Projekt war, was auch bei der Verleihung der Awards noch nie der Fall gewesen ist und noch nie an den Start gegangen ist, was Ähnliches. Wir sind ja überwiegend im Privatgartenbereich tätig, und dort ist unser Schwerpunkt der Naturbadeteichbau, Schwimmteichbau, Livingpools, mit Pflanzen, ohne Pflanzen. Das ist einer unserer Schwerpunkte, und da wird das kommende Jahr 2019 wird stark davon geprägt sein, in verschiedensten Varianten und im verschiedensten Kontext Schwimmteich im Privatgartenbereich.